Der männliche Halloween-Ghoul-Trooper. Kommt jetzt also wirklich eine Splatoon-Kooperation rein in das Spiel? Dann ist das ja, Leute, das ist der mit, das ist ja wirklich der neue Besucher als Remix-Variante. Sexuell gesehen ist er auf jeden Fall eine 1, Bruder. Schöne Grüße, mein Team, Nachtaktiv. Na, wie war euer Tag? War der angenehm? Wollt ihr schon schlafen gehen? Bitte noch nicht, Leute. Wir haben heute wirklich mal nochmal ein sehr interessantes Thema, ne? Wir wissen ja, in Leaks sehen wir immer, welche Skins und so weiter reinkommen. Manchmal können wir auch schon sehen, wie die aussehen und so weiter und so fort, ne? Aber jetzt gibt es eine Liste. Eine Liste. Es gibt eine Liste, eine gewaltige Liste mit über 130 Skins. Mal rein, ganz simpel und logisch gedacht. Die wir einsehen können, die im Laufe der Jahre in Fortnite mal entweder drinne waren, geplant waren, in der Zukunft entweder rauskommen und oder gelöscht wurden und. Also, wow. Eine Menge Möglichkeiten. Also sprich, wir gehen hier eine wirklich Liste durch und da gibt es eine Menge interessante Sachen bei. Unter anderem Ghoul Trooper, zukünftige Galaxy-Skins oder Halloween-Skins gibt es auch noch. Kooperationen mit weiteren Games. Und wenn ihr keinen schönen Tag in der Schule hattet, werde ich ihn auf jeden Fall euch besser machen. Es würde mich freuen. Komm, Leute, haut ein Like rein, wenn ihr noch wach seid. Abo-Button, Glocke, wenn ihr neu seid. Wir würden mich natürlich genauso freuen. Beachtet bei dieser Liste an Skin-Namen, die wir jetzt durchgehen, dass es nicht heißen wird, dass die Skins jetzt wirklich jemals reinkommen. Es können wirklich alte Überbleibsel sein. Skins, die mal geplant wurden, verworfen wurden oder vielleicht auch erst in 10 Seasons reinkommen und. Je nachdem, was die für Themen geplant haben und dann natürlich da, sag ich mal, das thematisch besser einordnen können und. Also wirklich, es ist nur so ein grober Vorgeschmack oder so ein bisschen, was die Fantasie anregen könnte. Vielleicht auch für weitere Konzepte. Aber ich würde mal sagen, wir schnackern nicht lange, ne? Weil die Liste wirklich verdammt lang ist. Ihr seht es, ne? Das ist nur ein grober Auszug. Werde ich mich jetzt wirklich auf die Namen konzentrieren. Ein paar werde ich überfliegen, weil man sich nicht viel drunter vorstellen kann. Ein bisschen mehr, ein paar werden wir auf jeden Fall ein bisschen besser besprechen. Eines der Skin heißt Aston Richmond. Kann man sich nicht drunter vorstellen, ne? Baba Yaga war auf jeden Fall John Wick und das ist der weibliche Skin. Wobei ich wieder meinen würde, mit dem weiblichen John Wick Skin Sophia, ne, haben wir das Ding eigentlich abgefrühstückt. Würde ich auch nicht viel sagen. Black Monday, keine Ahnung, Cave Girl hört sich nach irgendeinem Neandertaler, Urzeitmensch an, weibliche Version, ne? Das F, was ich hier gerade markiere, das F bedeutet weiblich. Na, dann haben wir hier noch Constructor Test. Dark Dino deutet auf jeden Fall auf eine dunkle Dino-Variante hin, also sowas wie Rexkin, ne? Könnte tatsächlich sein, dass es bei, mit dem Dark Fire Bundle rauskommt. Sollten wir uns auf jeden Fall vormerken, ne? Desert Ops Swamp hört sich nach irgendeinem Militärskin an. Dörburger weiblicher Skin hört sich auf jeden Fall auch nicht schlecht an. Da gibt es sogar eine Konzeptzeichnung zu, die ich einblende. Könnt ihr mal auschecken. Escape Puppet, irgendeine Puppe, iPad hört sich ein bisschen nach Piraten, wobei wir schon einen piratenweiblichen Skin haben, ne? Blumenskelett könnte tatsächlich eines der ersten Halloween-Skins sein, ne? Blumenskelett, Skelette, beziehungsweise vielleicht auch Tag der Toten-Skin, ein neuer. Ne? Wir haben ja schon Rosa bekommen, das war ja auch ein Tag der Toten-Skin, der mexikanischen Feiertag. Los de Muertos oder sowas hieß das, ne? Muss man gespannt sein. Waldkönigin hört sich nach einem ziemlich coolen Elfenskin an oder irgendwie sowas, was man aus Fantasy-Spielen kennt, ne? So richtige Waldfrauen, die dann da im Wald rumzaubern und was auch immer mit ihren Ranken machen. Erinnert mich vielleicht auch so ein bisschen Poison Ivy von Batman, ne? In diese Richtung. Fuzzy Bear Teddy, ne? Also irgendein neuer Teddybär-Skin. Könnte auch mit Halloween zu tun sein, aber dass vielleicht ein neuer Teddybär-Skin rauskommt, ist nicht so unwahrscheinlich, ne? Auch das würde ich sagen, ist eines der wahrscheinlichen Skins, weil wir haben schon so viele Teddybären-Skins, da wird bestimmt noch ein paar mehr rauskommen. Graffiti-Fashion hört sich ein bisschen nach Tilted, also Technik an. Hardcore-Sports nach irgendeinem Sportskin. Hitman könnte was mit Hitman zu tun haben. Höchstwahrscheinlich hat das aber eher was mit einem Attentäter zu tun. Also irgendein Attentäter-Skin mit Anzug, schwarzer Anzug, komplett schwarz gekleidet. Vielleicht irgendwas in diese Richtung. Ähnlich schon wie John Wick ist ja auch eigentlich ein Hitman, ne? Jester ist ein Clown. Könnte vielleicht ein Pennywise-Skin sein, ne? Ihr müsst bedenken, die internen Dateinamen, die ihr jetzt hier seht, sind andere Dateinamen, als die dann letztendlich im Shop haben werden, ne?
Zum Beispiel hier, zum Beispiel der Galaxy-Skin wurde in den Spieldateien als Celestial bezeichnet. Ne, Celestial bedeutet ja auch was über dem, ne, Göttliches und so weiter. Und danach wurde es halt Galaxy-Skin genannt im Spiel. Das sind halt nur die internen Dateinamen, die halt Epic benutzt, um die Skins voneinander zu unterscheiden. Mechanic hört sich nach Mechaniker-Skin an, wobei wir das eigentlich schon haben. Militär-Maskottchen-Cuddle hört sich wieder nach einem neuen Teddybär an. Neuer Halloween-Skin, und das ist Modern Witch, also moderne Hexe. Hört sich ein bisschen danach an, ne? Hört sich ein bisschen wieder nach Halloween an. Könnte sein, dass wir das zu Halloween bekommen in Season 11. Nightshade Celine hört sich auch ein bisschen nach Halloween an. Paintball auch wieder eher so Richtung Technik, aber könnte aber auch was mit hier zu tun haben. Natürlich mit dem Sport-Paintball, ne? Paintball-Maske auf, mit vielen Farbklecksen, irgendwas in diese Richtung. Pale Spooky hört sich wieder nach Halloween an, weil das wieder was mit Spooky zu tun hat. Und bleiche Hautfarbe, Spooky, müsst ihr euch ein bisschen viel Fantasie benutzen. Könnt ihr aber runter in die Kommentare schreiben, welches dieses Skins vom Namen her, wo ihr sagt, boah, das hört sich cool an, hätte ich gerne. Parkour Robber hört sich nach irgendeinem Bankräuber an, der Parkouring macht. Pineapple Bandit, das ist Ananas Bandit, was auch immer das sein soll. Punchy hört sich nach einem Boxer an. Da habe ich ja auch schon mal ein Konzept gezeigt. Ihr erinnert euch vielleicht, ne? An den Dörburger Boxer. Da habe ich ja schon mal ein Konzept gezeigt. Könnte sein, dass das irgendwas mit zu tun hat oder angelehnt ist, ne? Rainbow Head ist Regenbogenhut. Rave Ninja, irgendein Ninja mit Rave-Charakterzügen, was auch immer. Razor ist Klinge. Könnte aber auch eine Kooperation mit der Firma Razor sein. Kann auch sein, ne? Die Mäuse und Tastaturen herstellen. Ja, alles sehr viel könnte. Wie gesagt, Fantasie anregen, denkt darüber nach. Red Riding Remix hört sich nach dem Rotkäppchen-Skin von Season 6 an. Die Remix-Variante, ne? Red Riding Hood ist Rotkäppchen. Und Remix-Variante deutet so ein bisschen nach einer alternative Variante hin von der. Rosi könnte wieder, wie gesagt, dieses Rosa-Skin, ne, für den Tag der Toten, könnte entweder derselbe Skin sein oder ein komplett neuer Skin sein. Ne? Und das sind nicht Rette-die-Welt-Skins, nur so nebenbei, falls ihr das gedacht habt, ne? Shark Woman ist ein weiblicher Skin von dem High-Skin. Schief, keine Ahnung, was man sich darunter vorstellen kann. Shifty Chef 01, irgendein Bauarbeiter-Skin. Spectre ist wieder mal vielleicht was Gruseliges. Geht Richtung Halloween. Steel Trap, Stahltreffalle. Keine Ahnung, Street Devil, irgendwas mit Autorennen. Goth Candy, irgendein Gothic-Skin. Sushi Ninja haben wir eigentlich schon, ne? Nur, das ist kein. Wir haben einen weiblichen Sushi-Skin, aber kein weiblicher Sushi. Hier, Sushi Ninja, ne? Tactical Jungle hört sich nach Militär an, Tactical Red auch, Taxifahrerin hört sich ein bisschen nach einer besseren Taxifahrerin an, vielleicht ein neuer Stil, ne, weil Upgrade, wir haben ja die Taxifahrerin, die, ich keine Ahnung wie die heißt, aber die gelbe Taxifahrerin haben wir sowohl männlich als auch weiblich und vielleicht gibt es dann irgendwie einen neuen Stil. Tech Warrior hört sich noch ein Science Fiction Skin an, TNT Tina, keine Ahnung, könnte vielleicht was mit Borderlands wieder zu sein. Da gibt es ja auch so eine Tiny Tina, ne? Nur das heißt hier TNT Tina, irgendein Dynamit-Skin. Apropos Borderlands, Leute, habt ihr schon meinen Zweitkanal ausgecheckt? Stan, lol, what? Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ist auch oben rechts hier auf dem i verlinkt. Checkt da aus, dort gibt es auch andere Spiele. Und auf jeden Fall am 20.09. wird es ein Zelda Link's Awakening Stream dort geben. Oder vielleicht auf Twitch, weiß ich noch nicht ganz. Wahrscheinlich eher auf Twitch, also auf Twitch auschecken, Leute. Ach, checkt einfach alles aus, seid nicht faul. Aber Leute, der zweite Kanal ist nur was für coole Leute, ne? Also nur coole Zuschauer können dort abonnieren, die wirklich jedes Video von mir schauen und mich feiern, von meiner Art feiern und so weiter, ne? Also wenn ihr cool seid, wenn ihr cool sein wollt, solltet ihr den abonnieren. Aber ich schätze mal, 550.000 Leute von euch sind nicht so cool. Nee, ne? Weil sonst hätte ich ja dort deutlich mehr Abos. Schmeckt hervorragend. Underwater, irgendein Taucherskin, Viper, wahrscheinlich irgendein Schlangenskin, Winterfashion, irgendwas für die Winterseason, Season 12. Yellow Jacket, irgendwas mit einer gelben Jacke, kann man sich auch nicht drunter vorstellen. Das alles, was wir jetzt vorgelesen haben, das waren die weiblichen Skins. Jetzt kommen die männlichen Skins, Leute. Und es geht weiter. Agent Ice, irgendein Ice-Skin, Beacon, irgendein Leuchtstrahl, Black Monday, Houston, keine Ahnung, kann ich mir nichts vorstellen. Black Monday ist auf jeden Fall ein Shopping-Tag, mehr oder weniger, ne? Das habt ihr, kennt ihr vielleicht aus Amerika, nach Thanksgiving kommt auf jeden Fall der Black Friday, ne? Und bei Amazon gibt es den Cyber Monday und vielleicht hat Black Monday irgendwas mit dieser Richtung zu tun. Bin ich tot? Ich bin tot, wurde vom Sturm gekillt. Ha, alles Noobs. Bone Snake hört sich mal wieder was nach Halloween an, ne? Hier, Knochenschlange, Boxerskin, ne? Zusammen mit dem weiblichen Boxer, Punchy, fügt sich das gut zusammen. Wir haben einen männlichen Boxer, wir haben einen weiblichen Boxer. Auch das
sind Skins, wo ich dann definitiv sage, hey, das sind die, kommen bestimmt irgendwann mal rein. Die Frage ist halt nur wann, ne? Bright Gunner Eclipse, kann ich mir nichts vorstellen. Oh, der nächste Skin ist mega interessant, Leute. Männlicher Kato-Skin. M-Katos, ne? Ein männlicher Kato-Skin. Okay, machen wir Ingame Song aus, ne? Wie soll man sich das vorstellen? Dass die wirklich das Monster irgendwie als Skin reinbringen? Ähnlich vielleicht wie das Monster aus Stranger Things, ne? Das ist auf jeden Fall eines der Skins, wo ich sage, das ist mega interessant, ne? Warte mal, kann ich mit dem Finger drauf zeigen? Da, genau. Der ist mega interessant, ne? Weil allein von dem Namen her könnte es ein Skin, wirklich ein Kato-Skin geben. Wahrscheinlich vielleicht auch Season 11, vielleicht aber auch zu Halloween. Sehr viel vielleicht, vielleicht auch niemals, ne? Wie gesagt, nehmt diese Skin-Namen hier hin. Das könnten vielleicht einfach nur alte Entwürfe sein, wo sie gedacht haben, hey, könnte cool sein. Dann haben die das wieder weggeworfen, weil es nicht funktioniert hat. Könnte Kato's dazu zählen, ne? Constructor-Test, die männliche Variante, wir hatten oben die weibliche Variante, ne? Ist erstmal soweit nicht spannend. Cool Dog, hört sich nach Snoop Dogg an. Vielleicht könnte das irgendwas zu tun haben, aber könnte aber auch einfach ein anderer Hundeskin haben. Crazy 8, keine Ahnung, Crescent Wizard, irgendein Zauberer-Skin, der abgestiegen ist oder sowas, oder Galaxy-Zauberer, was auch immer. Ich lasse ein bisschen meine Fantasie spielen, ne, und Leute, kombinieren das Ganze. Cube Paint Raptor, ein Raptor-Skin, der angemalt ist? Keine Ahnung. Cuddle Team Dark, das ist schon wieder was Interessanteres, oder kann man sich mehr Food drunter vorstellen. Das ist mal wieder eines der Teddybär-Skins, beziehungsweise Kuschelbär-Skins, ne, und als dunkle Variante. Und da wir sowieso aktuell sehr viele dunkle Varianten bekommen, das Darkfire Bundle, Dark Legends Bundle, ne, das sind ja zwei unterschiedliche Bundles, die noch auf uns zukommen. Und dann kommt noch ein dunkler Teddybär, könnte das auf jeden Fall noch diese Season passieren und ist auf jeden Fall möglich, aber kann natürlich auch sein, dass sie das erst entwickelt haben und dann wieder verworfen haben, weil es nicht in die ganzen Bundles gepasst haben. Cyberarm, ihr hört sich nach Winter Soldier an. Dark Dino, genauso dunkler Dino, wie bei schon weiblichen Skin. Dark Drift ist tatsächlich ein sehr interessanter Name, weil Drift haben wir jetzt schon in weiblich, männlich und in einer Sommervariante. Vielleicht haben die damit auch gespielt, eine dunkle Variante von dem reinzubringen, aber haben es dann auch rausgeschmissen und haben sich deswegen für den dunklen Jonesy und den dunklen Rote Ritterin entschieden, ne? Delta hört sich nach Militärskin an, Director nach einem Filmdirektor, DJ-Fan nach Yonda. Dörrboxer ist nochmal ein Boxerskin und ohne Witz, das ist die Anspielung auf den auf das eine Konzept. Blende ich euch mal an hier, von Recade 15, der hat das mal gemacht, ne? Das ist der Dörrboxer und in den Spielerteilen steht der Name Dörrboxer drin. Also ich glaube schon, dass sie das auf jeden Fall da reinbringen werden, ne? Emerald Dragon hört sich auch mega cool an. Der Smaragd-Drache, ne? Ist auf jeden Fall auch cool. Escape Puppet, Fuzzy, Head und Suspenders. Kann ich mir nichts vorstellen. Fighter Pillow. Flower Skelett, die männliche Variante. Also wieder ein Skelett-Skin. Freak. Könnte nach alles aussehen. Gangster Monster. Ja, könnte irgendwie Two-Face sein. Vielleicht aus Batman, ne? Was auch immer. Gator hört sich nach Alligator an. Militärskin. Goat Rope. Graffiti-Gold. Jetzt wird's spannend. Oh, Leute, das ist wahrscheinlich der beste Eintrag überhaupt. Der männliche Halloween-Ghoul-Trooper. Und das sollte auf jeden Fall keine Überraschung sein, weil der männliche Ghoul-Trooper wurde ja schon eigentlich zu letzten Halloween vermutet. Und ich denke mal, das ist schon fast eine 100%ige Bestätigung. Na, sagen wir mal 90%. 100% ist ja immer schlimm, ne? Dann kann man sich nicht mehr rausreden. Sagen wir 90%ige Bestätigung, dass Ghoul Trooper wiederkommt und dann natürlich mit einer männlichen Variante, genau schon wie letztes Jahr, der Skull Trooper. Sollte keine große Überraschung sein, ne? War eigentlich schon klar, dass Ghoul Trooper wiederkommt und jeder, der sich immer noch dran klammert, nein, mein Ghoul Trooper wird nicht wiederkommen, ihr seid alle doof, ihr habt keine Ahnung. Er sollte echt mal loslassen. Es gibt keine seltenen Skins in diesem Spiel. Die kommen alle in den Shop rein. Keine, hier. Braucht ihr euch keine Hoffnung zu machen. Auch Recon Expert irgendwann. Irgendwann schon. Und nein, das ist kein Battle Pass Skin aus Season 1. Hardcore Sports hört sich wieder nach einem Sportskin an. Jackal, Jaguar hört sich nach einem Jaguar-Typen an mit einem Jumpsuit an. Jester ist wieder irgendwas Clown-artiges. Könnte mit Pennywise zu tun haben, aber auch nicht. Der könnte auch irgendein ganz anderer Clown-Skin sein. Jumpstart, keine Ahnung. Kurohom, keine Ahnung. Ein Löwenskin mit zwei Varianten. Einmal Löwe und Löwe-Soldaten. Kein Plan. Lama Hero Miliz, ne? Auch da irgendein Lama-Typ mit Lama-Kopf. Ein Typ mit langen Shorts. Lamba Ops hört sich nach einem Holzfäller an. Meteor Man Remix. Das ist auch ein sehr interessanter Name. Warum? Weil der Meteor Man ist der Besucher, Leute. Der Besucher. Und das ist die Remix-Variante, ne? Das heißt, wenn der Besucher, der aus dem Meteor wiederkommt, dann ist das der. Dann ist das der, Leute. Das ist der Meteor, das ist ja wirklich der neue Besucher als Remix-Variante. Schon ähnlich wie die ganzen Battle Pass-Skins, die ja auch gerade Remix-Varianten sind von den alten Skins, ne?
Finde ich auf jeden Fall spannend. Und das ist auch eines der Dinge, wo ich sage, ja, das kommt definitiv rein. Und sollte gar nicht mal mehr so lange dauern, ne? Sollte wirklich nicht mehr lange dauern. Wir sind ja schon kurz davor, das Live-Event zu bekommen. Und die Season ist ja auch nicht mehr lange, ne? Sind nur noch fast 3,5 Wochen oder sowas, bis die Season vorbei ist. Deswegen Meteor Man Remix, war auf jeden Fall passend. Minotaurus Skins mit Hörner, könnte cool sein. Moss Knight hört sich nach einem hier Sumpfritter an, wenn Moisty Meyer zurückkommt. Moisty Meyer. Neuer Moss Knight, noch einmal passender Skin dazu. Mr. Ice Guy ist wie Ice Guy, was für ein Winterskin, ne? Wieder was für Season 12 vielleicht. Nein, eigentlich Season 11. Ja, doch, Season 12. Je nachdem, wie lange Season 11 geht, ne? Ninja Stream ist auch mega interessant, weil das würde ja heißen, dass Ninja auch einen neuen Skin bekommt, ne? Finde ich auch. Ey, ich finde diese ganze Liste mega interessant. Paratrooper Okkult, Party Boy, Pili Mech. Eine Mech-Variante von Pili. Auch da hatte ich ein Konzept. Aber der hier, von Noble Veer, ne? Der hat auch ein Konzept erstellt von einem Pili in als Mech-Variante. Ey, Leute, das kann kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein, ne? Es kann nicht denn kein Zufall sein, dass diese Namen in den Spielerdateien sind und dass wir auch die passenden Konzepte dazu haben, ne? Und wir wissen ja, Epic baut immer wieder Community-Konzepte um. Phantom ist auf jeden Fall irgendein Skin. Quark, Samurai Red, also irgendein neuer Samurai-Skin. Sergeant Albeck, Shifty Chefs wieder, Shiitake Shaolin, irgendein neuer Shaolin-Skin. Shiny Streets, Skeleton Hunter könnte wieder was für Halloween sein, ne? Irgendein, hier, Skelettjäger. Und dann noch Skull Trooper Neo. Skull Trooper Neo, eine neue Variante vom Skull Trooper, logischerweise, ne? Aber diesmal als Neo-Variante könnte richtig abgedreht werden, ne? Sieht auf jeden Fall schon mal spannend aus für Season 11. Sleepy Time, Slurp-Kreatur, Squid-Quid. Squid-Quid ist auch ein sehr, sehr interessantes Ding. Es ist ein sehr interessantes Ding. Und das ist mit ein sehr dickes Könnte, Leute. Ist wieder vielleicht eine Andeutung auf eine Kooperation zwischen Nintendo und Fortnite. Und zwar Splatoon. Und Fortnite, ne? Weil im Splatoon gibt es einen Charakter, beziehungsweise die Charaktere heißen dort Squid Kid. Fischkind sozusagen, ne? Und genau dieser Name kommt jetzt in dieser Spieldatei vor. Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr interessant. Kommt jetzt also wirklich eine Splatoon-Kooperation rein in das Spiel und wir können dann irgendwelche mit Squid Kids rumspielen. Und das wäre die allererste Kooperation zwischen Nintendo und Fortnite. Das wäre auf jeden Fall mega cool, ne? Wer Splatoon 2, 1 gespielt hat, weiß Bescheid. Aber problematisch ist es wie immer natürlich der Name Kid. Auch die Charaktere bei Splatoon sind eigentlich eher kleine Charaktere, kleine Kinder, ne? Wenn du das in Fortnite umsetzen müsstest, müsstest du ihn groß machen. Weil kleine Kinder werden die wohl kaum in das Spiel reinpacken. Außer es ist ein eigener limitierter Modi, wo alle als Squid Kid rumlaufen und dann die Karte anmalen müssen. Oh, das wäre phänomenal. Das wäre so cool, Leute. Es wäre ohne Witz, es wäre so cool, wenn Squid-Quid reinkommen könnte. Und wir einen eigenen Modi bekommen würden, wo wir einfach wirklich mit Farbe die ganze Karte anmalen würden. Wäre eine mega geile Kooperation, wahrscheinlich sogar die allerbeste Kooperation überhaupt. Wobei ich mich dann frage, warum die keine Zelda-Kooperation oder sowas reinbauen, ne? Würde auch ganz gut passen. Der gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut, Digga. Aber egal, ist auf jeden Fall auch ein interessanter Eintrag. Street-Urkin, keine Ahnung, Submariner, irgendwas mit U-Boot, Taco-Man. Taco fehlt ja bis heute. Teriyaki, Fisch, Assassine. The Dark One ist auch ein mega geiler Name. Könnte auch was für das Halloween sein, aber The Dark One hört sich, das ist der eine Dunkle. Das ist so, als ob du einen Galaxy-Skin hast und der komplett in Dunkelheit gehüllt ist. Hört sich so ein bisschen von meiner Fantasie an, ne? Vom Namen her, würde ich feiern, wenn das Ding einfach The Dark One heißen wird. Der Dunkle, bam. Alter, da fühlst du dich allein schon vom Namen mächtig, ne? Und das hört sich mega cool an. Der goldene Skelett, Tomato Boxer, noch ein weiterer Boxer-Skin. Schon vielleicht ähnlich wie der Tomaten, der Boxer da. Traveler ist der reisende Tripper, Underwater, Voodoo, Gasmask, könnte irgendein neuer Halloween-Skin sein. Whiskit hört sich auch wieder nach einem Kid-Skin an, aber was Richtung Hexer? Rave ist auch wieder Halloween bezogen, ne, weil das ist ja irgendeine Richtung Hexe. Bevor ihr jetzt aber ankommt, Stan, aber Rave gibt es auch bei Apex, haben die wieder geklaut? Das Wort Rave gibt es schon seit Jahrhunderten, das wird schon seit Ewigkeiten für Gespenste benutzt, von verlassenen Frauen, die gestorben sind, aber als Gespenst rumgeistern und dann die Menschenseelen wieder aufsaugen und fressen, ne. Gibt es schon seit Urzeiten, da gibt es schon in allen möglichen Mythologien und Büchern und schon seit 1500 oder sowas, aber hat euer Vater noch nicht mal in der Toilettenschüssel rumgehängt. Yellow Camo und das Zodiac-Skin auch nochmal in dieser Liste drauf, ne. 130 Skins, Leute. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch weitere Gleiternamen, die ich auch ganz schnell durchrate. Sonst wird das Video verdammt lang. Ich habe nicht gedacht, dass ich habe schon echt schnell gemacht, ne? Starwalker-Gleiter wäre auf jeden Fall für diesen einen Sternwanderer, den wir vor kurzem bekommen haben, dass der einen Gleiter bekommt. Alternative Fashion, Badass Cowboy-Lokomotive, also irgendein neuer Zugskin.
Zuggleiter, ne? Ähnlich um die eine dunkle Lokomotive, die wir in Season 6 bekommen haben. Bad Robot, irgendein Roboter-Skin, Balloon Head könnte was wieder mit Pennywise zu tun haben oder mit dann einem Luftballon-Skin. Clown, ebenfalls Pennywise. Kompass, irgendein drehender Kompass. Cyberpunk Gladiator hört sich mega geil an. Erinnert mich an das Spiel Cyberpunk, vielleicht auch da ein kleines Indiz. Oh, das ist so fett. Leute, ich würde ausrasten, wenn Cyberpunk und Fortnite miteinander zusammenarbeiten würden. Cyberpunk ist ungefähr aktuell Platz 1 meiner meistgehyptesten Spiele überhaupt, ne? Freue mich so mega auf nächstes Jahr. Dunkler Schamane, Drachen-Ninja wieder. Escape Puppet haben wir schon oben gehört. Explosionsexperte, Fuchs, Mülltonne, Jurassic Anarchologie, Modern Military, also moderne Militär, Pastry is Gebäck, Kartoffelskin, Powersuit, Streetboxing, wieder was mit Boxen und The Void nochmal. Auch wieder eine Menge coole Namen dabei, ne Leute? Schreibt mal runter, was eure Lieblingsnamen wäre und was ihr davon haben wollt. Schaut, spult das Video gerne zurück, schreibt mal runter rein. Leute, ich hoffe, es hat euch einfach gefallen, dass wir hier eine kurze Liste durchgegangen bin, aber ich wollte einfach mich darauf konzentrieren, damit ich das so schnell wie möglich durchgehe. Weil wenn ich jetzt noch irgendwie Gameplay zeigen würde oder so, dann würde das mega ablenken und ich würde da auch nicht weiterkommen. Hinterlasst ein Abo, Glocke, würde mich genauso freuen. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall schlafen gehen und wenn ihr Typen früh aktiv seid, schönen guten Morgen und gebt mir Flosse. Floppt!